liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Da bin ich wieder. Wir befinden uns im Advent. Und ich habe mir gedacht, ich gehe mal mit Ihnen durch, auch zu meinem persönlichen Gewinn, den Adventskalender Licht in allen Dingen finden. Adventskalender mit ignatianischen Impulsen. Das ist ein Adventskalender, der herausgegeben wird vom Pater Tobias Zimmermann und der Ulrike Gentner. Das sind die Leiter des Zentrums für ignatianische Pädagogik, also eine Pädagogik in der Tradition des Ordensgründers der Jesuiten Ignatius von Loyola, in dem also Texte von Ignatius auch verwandt werden. Ich werde also nicht an den biblischen Lesungstexten des jeweiligen Tages entlang gehen, auch nicht an den Sonntagstexten, sondern einfach diesem Kalender folgen, mit Ihnen jeden Tag etwas aus dieser Tradition heraus heben, einen kleinen Schatz heben. Und damit beginne ich heute, und zwar mit dem 1. Dezember. Und da hat der Kalender vorgesehen einen Text zum Thema Warten. Und dieser Text stammt von dem Pater Bürgler, Bernhard Bürgler, das ist unser Provinzialoberer. Sie wissen ja, der Jesuitenorden gestattet es sich, die Welt aufzuteilen, so ähnlich wie das Römische Reich in Provinzen. Wir waren mal die deutsche Provinz, inzwischen gehört zur deutschen Provinz, nein, das wäre falsch ausgedrückt, gehört die deutsche Provinz zur zentraleuropäischen Provinz und dazu gehört auch Österreich. Dazu gehört Schweden, dazu gehört Schweiz und auch Litauen. Eine ganz große Provinz also. Und der Chef dieser Provinz ist der Provinzial, der Pater Bürgler. Der hat folgenden schönen Text geschrieben. Advent, eine Zeit des Wartens. Ich harre aus und richte meinen Blick auf das, was ich erhoffe und begehre. Klammer auf, das ist eine Formulierung, die der heilige Ignatius auch gerne benutzt. Wenn er anfängt zu beten, fragt er sich immer, was hoffe und begehre ich eigentlich jetzt in diesem Gebet? Also eine Erfahrung der Freude oder der Fülle oder innere Klarheit oder Nähe zu Gott oder Solidarität mit den Mitmenschen, den Fürbittgebet oder was auch immer. Was möchte ich eigentlich, wenn ich bitte? Ja, was ich hoffe und begehre. Ich richte meinen Blick auf das, was ich hoffe und begehre. Was begehre ich eigentlich in der Adventszeit? Dass Gott kommt, ankommt in der Geburt Jesu, damals in Bethlehem und heute in mir. Man könnte es auch anders sehen. Nicht ich warte, dass Gott kommt, sondern Gott wartet, dass ich komme, dass ich mich ihm zuwende, dass ich mich auf ihn ausrichte, weil er weiß, dass mein Leben nur so gelingen kann. Gott sehnt sich nach mir, mehr als ich mich nach ihm sehne, ja, sehnen kann. Ein bedenkenswerter Text. Nehmen wir nur mal ganz kurz für heute diese beiden Aspekte der Sehnsucht. Also ich sehne mich danach, dass Gott kommt. Aber was erwarte ich denn eigentlich, wenn Gott kommt? Und zwar als Kind in Bethlehem, natürlich eben nicht damals historisch in Bethlehem, sondern heute in mir als Kind ankommt. Also ich erwarte eine Erfahrung mit Gott, die ja überhaupt gar nicht übereinstimmt mit der Erfahrung, dass wir von uns ihm jetzt also große, mächtige Dinge erwarten, sondern etwas sehr Zartes, Verletzliches. Ich würde also gerne die zarte Seite Gottes kennenlernen, seine verletzliche Seite, seine Seite, in der er mir dann aber auch dann besonders nahe ist. Das wäre die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, Gott hat eine verletzliche Seite, denn er sehnt sich nach mir. Das ist ein interessantes Bild für Gott, aber ein ganz wichtiges. Das haben schon viele andere Vorpater Bürgler gesagt. Zum Beispiel, die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Das ist ein Satz des heiligen Augustinus. Oder es steht auch auf Jesus bezogen, sehr schön am Abend vor seiner Hinrichtung, mit großer Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, mit euch zusammen mal zu halten. Gott sehnt sich also nach uns, er will uns nahe sein.
Und er will uns so nahe sein, dass er uns auch körperlich nahe ist. Und deswegen ist das Wichtigste eigentlich, wonach wir uns sehnen und wonach Gott sich sehnt, ist Nähe. Nähe ist etwas unendlich Wichtiges. Ohne Nähe, ohne Zärtlichkeit, ohne Berührung können wir nicht leben. Wir brauchen die Nähe zueinander. Aber dass Gott sie auch braucht für sich, bringt mir Gott auf eine Weise näher, dass ich ihn schon eher noch mal als Kind sehen kann. Denn ein Kind sehnt sich ja nach der Umarmung durch die Mutter oder durch den Vater, sehnt sich danach, eingewickelt zu werden in Windeln, sehnt sich danach, nicht zu frieren, sondern es warm zu haben. Und so ist Gott. Also eine Art und Weise, auf Gott zu schauen, die anders ist als das, was wir üblicherweise in unseren theologischen Diskursen mit Gott verbinden. Vielleicht können Sie sich also dem Advent nähern, indem Sie einfach mal heute nachdenken, wie sehr sehne ich mich nach Nähe. Um dann auch zu spüren, und wie sehr sich Gott danach sehnt, sich uns zu nähern. Dann kann ja schon etwas der Advent beginnen mit Vorfreude. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.